Hans, du grüßt denn so, grüßt man gut, Freunde. Und damit begrüße ich euch ganz herzlich zu einem neuen Video, was ein wenig extraordinär ist. Und zwar hat es einen ganz besonderen Anlass. Nicht nur ist es jetzt das Jahr 2018 und das ist das erste Video im Jahr 2018, nein, auch zum Jahreswechsel hat sich etwas Kleines in diesem Kanal verändert. Und zwar sind wir nämlich nicht mehr 999, sondern jetzt 1000. Beziehungsweise 1037 Abonnenten. Ja, ich hatte in der letzten Zeit viel zu tun und dementsprechend konnte ich schweren Herzens keine Videos machen. Das will ich jetzt allerdings aufholen beziehungsweise nachholen und das so ein wenig zelebrieren, dass wir jetzt eine kleine Gemeinschaft sind. Metaphorisch gesehen sind ja alle, die hier irgendwie was mit Literatur machen müssen, machen wollen, machen können oder einfach nur zuhören, das ist ja so ein kleines Bücherregal und da möchte ich jetzt was zurückgeben. Und zwar ganz einfach ein Buch verlosen an euch. Und zwar nicht irgendein Buch, sondern ein Buch, mit dem ich gearbeitet habe, beziehungsweise was ich halt zusammengefasst oder analysiert habe. Also eines dieser 100.000 Reklams. Oder was ihr auch noch gewinnen könnt, ist die Gedichtesammlung. Die besten deutschen Gedichte von Reich Ranitzky vom 12. bis zum 21. Jahrhundert hat der gute Mann, der Literaturnobelpreisträger, dort was zusammengefasst, was so die deutsche Lyrik ausmacht. Also entweder eines der Bücher, die ich vorgestellt habe, oder halt eben diesen Gedichtsband. Den könnt ihr gewinnen. Was ihr dafür tun müsst, ist ganz einfach. Also Abonnent des Kanals zu sein, beziehungsweise dieses Video liken und in die Kommentare schreiben, was ihr dann haben wollt. Das Ganze läuft bis zum 31. Januar 2018 bis 23:59:59. Ich werde dann den Gewinner per Zufallsverfahren auslosen und dann ihn per Privatnachricht kontaktieren und dann werde ich ihm das Buch zusenden, was er gerne haben möchte. Ja, ich hoffe, ich kann damit so ein bisschen wettmachen, dass ich in den letzten Wochen keine Videos gemacht habe. Ich werde jetzt auf jeden Fall wieder Videos machen, beziehungsweise daran arbeiten. Vor allen Dingen in den Semesterferien wird einiges kommen und ich habe auch schon weitere Ideen, die ich noch umsetzen will. Und ihr könnt natürlich auch immer noch euren Freunden davon erzählen, beziehungsweise von diesem Kanal hier und so weiter. Es wäre natürlich nämlich schön, wenn die Leute mit Literatur so ein bisschen mehr in Kontakt kommen. Oder fragt eure ganzen Schulklassen oder Verwandte oder... weiß nicht, euer Haustier. Ne, also, ihr wisst, worum es geht. Und damit wünsche ich alles Gute. Die Linke zum Gruß. Haut's rein, Freunde. Und viel Glück.